Es war nur eine Frage der Zeit, dass nach dem Geschmackspulver mit demselben Geschmack nun dieses auch in einem Designer-Whey-Protein verfügbar ist. Der Geruch ist milchig und leicht dezent nussig. Man erkennt auf jeden Fall, dass es sich um Haselnuss handelt. Mit Wasser zubereitet erhält man einen sehr flüssigen Shake, der wie ein Haselnuss-Milchshake duftet. Im Vergleich zum Geschmackspulver in derselben Sorte schmeckt dieses Designer Whey etwas milder nach Haselnuss. Die milchige Note kommt gut zur Geltung, jedoch ist es im Abgang etwas bitter. Die Löslichkeit ist einwandfrei, man erhält einen flüssigen Shake, der beim Trinken eine leicht cremige Textur aufweist. Vom Süßgrad her ist es genauso dezent, wie das beim Haselnussflavor der Fall ist. Da ich Fan von intensivem Haselnussgeschmack bin, ist mir diese Variante ein bisschen zu lasch. Zudem spricht mich diese bittere Note im Abgang nicht wirklich an. Ich finde, es passt nicht so ganz zum gesamten Geschmack. Habt ihr dieses Whey schon ausprobiert? Wenn ja, findet ihr den Geschmack ansprechend oder bevorzugt ihr auch eher die etwas intensivere Variante?